Moin sind YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Wieder mit dabei haben wir den André. Moin. Und diesmal haben wir Feral Sparrow Ride 2. Neben der getunten T20 wieder, ne? Ja. Würde ich mal so vorschlagen. Meine Wette ist 10.000 natürlich auf mich, das ist immer wichtig. Wette du auch auf mich, da bringst du kein Minus. Geht nicht, es müssen zwei Wetten auf zwei unterschiedliche Leute sitzen, ja, sonst wird die nicht genommen. Warum? Du wirst dich freuen. Oh, kein Superstar. Warum glaube ich das nicht? Dumm. Was denn? Mach dich scheiß super aus. Jo, alles klar? Wieso habe ich kein GTA-Rennen angemacht, ich Depp? Gerade hier wäre das lustig gewesen. Und die noch ein bisschen abschießen hätten können. Ich debbeli depp. Dann wärst du schon hochgeflogen, allein wegen der Hupe gerade. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Warum ist neben der Kurve so ein Gastank? Stimmt, Little Britain könnte man auch mal wieder gucken. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Komm, Skill! Oh, verdammt! Der Skill war nicht vorhanden. Welchen Skill? Ich hab grad so ein Verkehrsschild gesehen und da wollte ich halt durchfahren. Achso. Das Auto passte so gerade eben da durch, aber komm nochmal. Nee. Voll verkackt. Achso. Die nicht umfahrbare Schilder. Genau. Und da kommt unser Sparrow. Oh, verkackt. Obwohl, ist noch kein Wasser. Hi, hast du mich fliegen sehen? Nein. Schade. Warum, das macht mir Angst, was ich da vorne sehe. Mir auch. Oh, Obstwagen. Ja, ich auch. Obwohl, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh mein Gott. Nein, verkackt. Und nochmal. Hallo, ich glaube, First Try kann man das gar nicht machen. Obwohl, kann man schon, aber... Wer das First Try macht, ist echt ein Brillant. Ja. Nein. Ja. Second Try. Dein Ernst? Second Try! Alter! Soll ich auf dich warten? Boah, war schon die E3 Jahre. Mit Essen. Ich glaube, dann mache ich das Rennen alleine fertig. Ja. Einmal probiere ich das noch. Keine Chance. Ja, das am besten fährst du das mit Ego. Selbst mit Ego komme ich da nicht durch. Also mit Ego probiert. Ich hab am Anfang nach rechts gelenkt und am Ende am Anfang nach rechts und dann hinterher nach links. Dann ging es. Dann hab ich's hingekriegt. Komisch, ich fliege im Übrigen immer links raus. Du musst halt da hinlenken, wo du halt hinlenken musst. Ne? Das ist schon klar. Macht schon irgendwie Sinn. Ne, ich hab jetzt eh Essen. Ja, klar. Gönn dir dein Essen und in der Zeit mache ich das Rennen zu Ende. Naja. Ne? Und wie war das, wenn ich sehen will, wie sie aussieht, dann rennen muss ich bei dir gucken, ne? Genau. Ja, ihr müsst das alle bei mir gucken. Ja, bis gleich. Erstmal die Hupe machen, das ist wichtig. Hui! Oh mein Gott. Jawohl. Und? Oh, perfekte Kurvenlage. Und Runde Nummer 2 oder so war das, glaube ich, gerade. Ja, das war jetzt die perfekte Kurve auf jeden Fall, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall schon mal chillig. Und komm. Speed. Und Kurve. Oh mein Gott. Kurve. Naja, fast gut gemacht. Fast. Komm, jetzt noch was für First Try, habe ich gehört. Das wäre schon mega sick, wenn man das nochmal beim First Try schaffen würde. Und die Kurvenlage war jetzt aber gar nicht so schlecht. Komm, und jetzt aber. Jawohl! Wie Skill! Jawohl! Genau getroffen, ey. Perfekto. Und wieder zu Trevors Haus fahren. Hurray! Pork! Ich sollte nicht so schnell diese Kurve nehmen, aber egal.
So, jetzt First Try. Ich finde, das war einfach gerade einfach nur Glück. War das gerade einfach nur, ey. Also gerade da habe ich echt gedacht, yay, geil. Wunderhammer, nice. Und schon verkackt. Also kein First Try. War so klar. Das war so klar. Mal gucken, wie das in der Ego aussieht. Ja. Wir schaffen auf jeden Fall das Ding immer relativ leicht. Bei dem Ding wird es, glaube ich, dann ein bisschen schwierig. Ja, bei dem Ding wird es dann schwieriger. Oh, ist mir natürlich ein bisschen schlecht. Ein bisschen sehr schlecht. Uah. Ist mir echt gerade in Wirklichkeit schlecht geworden. So ein bisschen irgendwie. Oh nein. Ich will nicht mehr in der Ego spielen. Ego ist langweilig. Ego ist zwar ganz cool, aber irgendwie ist Ego auch nicht. Ja, ne. Das muss man eigentlich so sehen. Das sieht dann irgendwie cooler aus, finde ich. Das Dumme ist die... Ah, schon wieder verkackt. Gerade eben habe ich es einfach Second Try hingekriegt. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Komm schon. LOL. Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Dann auch von der Schleife auf den Wall weit zu kommen, das ist das Schwierige. Auf der Schleife ist jetzt relativ easy sogar. Jetzt sind wir perfekt auf den Wall weit aufgekommen. Und machen sie da perfekt. Jawohl, genau so sieht es nämlich aus. Warum da auch immer eine Wand ist, keine Ahnung. Juckt mich auch nicht, warum da eine Wand ist. Komm, Auto. Ziemlich natzen. Denn ich möchte auf gar keinen Fall respawnen. Ich möchte eigentlich den Sprung aber nochmal machen. Gucken, ob wir gleich nochmal hinkommen da. Jawohl, geht doch. Ich würde das ganz gerne, obwohl, ja, soll ich das nochmal machen? Nee, komm. Die Runde ist eh schon 8 Minuten lang, also passt das schon. Oh, hep. Na komm, einmal geht noch. Einmal geht noch rein. Komm, First Try jetzt. Wow. Das wird echt ein First Try. Alter Verwalter. Jetzt hab ich's raus. Nice. First Try, Baby. Ja, nur das normale Fahren sollte man noch lernen. So Wallweit oder so mache ich auch in meinem Real Life ganz easy. Aber so das normale Fahren und so, nee, lieber nicht. So. Jetzt geht's wieder ab nach Zielhausen. War aber cool auf jeden Fall. War aber cool. Muss ich schon sagen. Hat mir gefallen. Den Anfang hätte man sich eigentlich sogar sparen können. Vielleicht noch irgendwas richtig Cooles mit einbauen können oder so. Warum ist da oben eigentlich eine Kuh? Die habe ich noch nie so gesehen. Den würde ich mir mal angucken. Na, okay. Die Kuh ist, glaube ich, schon öfter da. Aber schon länger da. So, das ist das Ziel doch schon. Ich traue mich nicht. Ich will diese Schanze noch... Oh, ja, nee, komm. Was soll's? Ziel, ich komme. Alles klar. Ich glaube, ich habe verkackt. Ziel, ich komme jetzt. Ich könnte eigentlich so schön mit so einer Berührte ins Ziel oder so. Aber anscheinend, so wollte ich ins Ziel. Zack. Jawohl. Ja gut, aber die 15 Sekunden, die oder die 30 Sekunden, die andere da jetzt noch steht, müssen wir uns die jetzt nicht angucken. Deswegen sage ich an dieser Stelle, bis gleich, bis zum nächsten Rennen. Moin sind's YouTubes. Und da sind wir schon in der nächsten Runde. Voll der Fail, super geil. Mit dabei haben wir den hustenden André. Moin. Schwarzer Stahl ist in Nutzung. Komm, nimm mal Neongrün, bitte. Wenn es das gibt. Hellgrün gibt's nur. Ja, dann nimm mal Hellgrün. Oh mein Gott, ey, wie kann man nur bereit zu spielen? Wie kann man nur? Jetzt haben wir die hübschesten Farben auf jeden Fall. Ob man einen Turbostart hinkriegt mit dem? Ich weiß es nicht. Mal vor allem die Kamera geht erstmal voll in den Wagen rein, ne? Ja.
Man sieht nichts. Die haben auf jeden Fall nichts geladen. Ja, Tubenstock geht. Wenn man anfängt zu fahren, dann... Oh, da müssen wir hin. Alter, Stein. Ich hab schon verkackt, ey. Ich bin schon gegen Stein gefahren. Das wird lustig. Ist das ein Wallwide? Das ist doch kein Wallwide, oder? Nein. Wow. Ey. Bad. Ich helf dir. Ja, witzig. Ich versuche an dir vorbeizukommen, ich schaff's aber nicht. Erst mir die Bojen wegschieben. Warum? Hä? Komm mal durch den Busch nicht durch. Noch nö, ne? Achtung. Zug. Was zur Geier? Wie geil. Auf einmal kommt so, der Zug da, ey. Ach, wie geil, ey. Kommt der, das hab ich mir gerade schon so gedacht. Es könnte lustig werden, wenn hier Zug durchfährt. Hoffentlich kommt der häufiger, der Zug. Ja, wir sind schon raus dann, ne? Oder ne, den finde ich. Eine Schanze, ach du Kacke, ey. Naja, nicht so wirklich Schanze. Naja, nicht so wirklich Schanze, hast schon recht. Nein, ich bin wieder gegen irgendwas gegengefahren, mein Gott. Sprech Deutsch. Alter. Vorhin sind wir Lampen, die durchgucken? Es wäre mal schön, wenn hier irgendwo mal ein Safe Point wäre oder sowas. Aber wenn du jetzt hier runterfällst. Oh ja, stimmt, die Lampen habe ich jetzt auch nicht gesehen. Schön gegengebrettert. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Warum gibt es hier keinen Safe Point? Mini Worldwide verkackt. Achtung! Worldwide! Verdammt! Achtung! Ey! Wieso kommen wir hier nicht weg? Dom, du schiebst mich zurück, ja? Ja, du schiebst mich aber gerade runter. Ich muss ja irgendwie wenden, sonst kommen wir da beide nicht durch. Ich häng. Gut, nur die Spawn. Warte. Ich kann nicht dich. Okay. Und nochmal alles von vorne. Ich hätte dich vielleicht wieder richtig rumdrehen können. Ich hänge aber auch, glaube ich, ey. Dann hättest du dich auch festgefahren, wow. Nee, nicht unbedingt. Alter. Aber ich warte auf dich hier. Also jetzt nicht in den Wallwide, sondern... Ich hänge auch irgendwie. Was hänge ich denn hier bitte? Hä? Da kommt wieder ein Zug! Der mich wegrammt! Gut, dann werde ich jetzt wahrscheinlich... Hä? Haben wir wahrscheinlich jetzt ein Problem. Man kommt doch hier sowieso nicht weiter. Obwohl doch, jetzt glaube ich... Hä? Ich hab Problem! Hallo Zug! Hast du dich gerade überschlagen? Also diese Tiefpunkte, ne? Von diesem langen Weg. Da guckt ihr da durch, ne? Da kommt der Zug immer durch. Immer. Und dadurch hat er mich fast hier runtergekickt. Ja, nice. Wir haben ein Problem, ey. Hä? Ich hab ein Problem. Das nennt man ein Problem. Was nennt man ein Problem? Oh, Kacke. Ja, das hatte ich aber auch. Ich hab's jetzt hab's endlich drüber geschafft. Ja, ja. Das ist nicht das Problem. Also, ich bin gerade auf zwei Rädern unterwegs. Ja, ja. Effektiv am Fahren. Ja, ja, klar. Hatte ich auch. Du schaffst es aber. Jetzt liege ich auf der Seite. Du schaffst das aber. Einfach durchfahren. Einfach. Ja, komischerweise. Weiter komme ich nicht. Doch, siehst du? Jetzt geht's wieder weiter. Einfach hing ich an der Stelle. Ja, einfach die ganze durchfahren. Und jetzt probier einfach mit Vollspeed hier drüber. Das ist das große Problem. Da habe ich gerade relativ lange gehangen. Ach du Kacke. So, wenn jetzt von vorne jetzt ein Zug kommt, bist du gefickt. Oh ja, das stimmt wohl. Ich fahr mal ein bisschen zur Seite.
Du fährst runter, du fährst runter. Ich auch. Hallo, du. Das gibt's doch nicht, oder? Das war der Zug. Das war so klar, ey. Ich hab das Gefühl, dass der Zug mich heute gleich auch nochmal trifft. Oh fuck, ich lieg wieder auf der Seite. Ja, ich muss auch respawnen, ey. Kacke. Ja, Zug hat mich. Bumm! Lol! Zug, 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 Zug! Zug! Das ist fies. Aber lustig. Ja, lustig, ja. War fies. Ach, kacke. Nur das, der Wagen ist echt ein bisschen langsam, ey. Ein bisschen unhandlich für diese Strecke. Ganz dezent. Das ist ja das auch so gewollt. Das ist aber auch ganz lustig so. Ich hab den Piloten mitgenommen. Ich lieg jetzt oben. Dein Ernst? Du sollst nicht alles mitnehmen, was du findest. Nicht, warum nicht? Gucken, ob ich den Worldwide jetzt besser hinkriege. Worldwide! Worldwide! Oh mehr mein Gott! Worldwide, ne? Was meinst, wenn Worldwide der Zug kommt? Dann ist man, glaube ich, ein bisschen gefickt. Jetzt kommt das wieder, ey. Zug! 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 Dein Ernst? Ja, da kommt einer. Ich muss hier irgendwie weg, ich komm hier irgendwie weg, komm. Ich bin runter, ich bin runter. Ich bin jedenfalls geschützt, ich bin in der Ecke, wo der Zug nicht hinkommt. Nein, ich bin runter. Er hat mich weggefickt, der Zug. Ich würde sagen, last try, also, wenn du es jetzt schaffst, dann beende auch. Hätte ich mal nicht auf dich gewartet, dann hätte ich das gewonnen. Sonst wird die Folge zu lang, wenn wir das noch weiter in die Länge ziehen. Bist du gerade explodiert? Ich dachte schon, ey. Zug! Alter Schwede, ey. Hatte ich gerade ein bisschen Glück wieder. Dass ich gerade genau da in dieser Ecke war. Augen auf, ich komme mit meinem pinken Laster. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, nein, hör auf. Böses Putt-Putt. Wie soll man da rüberkommen? Ich hab's gerade geschafft. Stelle. Ich hab's gerade irgendwie geschafft mit ganz viel Anlauf. Alter Schwede. Ja. Hab's. Okay, kannst du jetzt doch noch auf mich warten? Vielleicht irgendwie. Dann schaffe ich es vielleicht auch noch irgendwie. Ich bin auch schon wieder da. Ich sehe jetzt gerade, was du tust. So, wenn jetzt ein Zug kommt, ne? Bist du gefickt? Okay, dann fahr. Dann fahr. Allein wegen diesen kleinen Rampen kommst du hier schon scheiße durch. Ich häng. Jawohl, ich habe das auch direkt auf Anhieb geschafft. Kacke, du hängst. Dumm. Das war's. Feierabend. Zug! Oh Mann, oh mein Gott. Zug! Ach du heilige Scheiße. Ja, okay. Wir machen die Runde jetzt noch privat fertig. Ja, klar. Wir machen die Runde jetzt noch privat fertig. Aber ich glaube, ihr habt die Strecke so gesehen an sich. Deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal rein bei GTA Online. Ciao, ciao. Ciao.